So, da sind wir wieder. Und zwar hatte ich mir gedacht, ich lasse nochmal den Abspann ohne Flimmern laufen, dass man den auch nochmal so genießen kann, ohne dass einem die Augen dabei wehtun. Okay. Ein neuer Auftrag. Eine neue Endmission. Schicke Sache. Ist ja schon eine Weile Kein her. Problem. Seitdem wir die letzten hatten. Und ich hoffe, das Flimmern tritt jetzt nicht mehr auf. Das war irgendwie ein komischer Einzelfall. Na gut. So, die Sache ist, die hier sind jetzt Türme. Und ja. Betrachte die Sache als erledigt. Hier ist ein Händler. Da Erstmal steht sie absichern. schon. Ja, dann schauen wir mal, wie es läuft, ne? Wir haben sogar eine extra schicke neue Burg Es ist erstellt. Zahltag. Für das Endlevel. Kaum zu glauben. Also, Hochschule, hier Eisenmine, okay. Holen wir uns gleich noch zwei Bauarbeiter. Ist gut. Hier wird wahrscheinlich noch ein Steinbruch sein. Hier ist eine Lehmgrube. Die bauen wir am besten gleich als nächstes. Ja. Dann haben wir ja hier noch mehr. Hier ist nur so ein bisschen Landfläche. Hier ist Schwefel, sehr schick. Wer ist das denn? Ach, so ein Bote, der wahrscheinlich jetzt zu Pilgrim will. Ja, ne? Wie ihr wünscht. Aber noch ein Dorfzentrum. Ja, das wird eine wilde Angelegenheit, wenn schon zwei Dorfzentren in der Nähe liegen. Jedenfalls hoffe ich das. Symbole des Let's Plays sozusagen. Ja, der arme Bote rennt jetzt Pilgrim hinterher. Betrachtet die Sache als erledigt. Wird gemacht. Ich hab getan, was ihr wolltet. Aber ich muss wissen, ja, okay. Ein neuer Auftrag. Ja, okay. Unnötiges Zeitfenster. Betrachte die Sache Aber ich als muss jetzt erledigt. schnell Truppen ausheben. Hier oben ist die Kaserne. Ach nee. Ja. Jupp. Geht schon drunter und drüber.
Dabei hat es gerade erst angefangen. Ja, Diplomatie. Erik ist gelb, okay. Es gibt sogar noch, okay, mehrere Barbarenfraktionen. Gelb! Schicken wir den mal jetzt hier alles schon mal rüber. Sofort, das kann ich. Verstärkung schicken. Wer ist der Kriegsheld überhaupt, aber hat... Also, hast du keine Truppen? Nee, der hat keine Truppen. Okay. Kein Problem. Hier oben. Es ist Zeit. Warte, muss jetzt der Boot innerhalb der Zeit bei Ari ankommen, weil die Zeit noch weiterläuft? Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Wie... Ich hoffe jetzt, dass das geht, weil ich habe jetzt gerade mal 3 Truppen hier hochgeschickt. Zu Erik. Wie soll das so schnell Ihr gehen? Ihr habt nicht genug Taler. Ich habe nicht genügend Geld. Wie ihr wünscht. Tja, soll passieren. Ah... Stehen überall so viele Bäume. Wird erledigt. Ah. Pilgrim. Zum Glück sind unsere Truppen auch noch rechtzeitig da. Ach ja, nee, das sind Eriks Truppen. Ja, mein Herr. Oh, die 2 Einzelnen. Ich muss schnell wieder an Geld kommen. Ja! Ach, wir haben ja schon einen. Wenn's denn sein muss. Zahltag. Wird gemacht. Was ist das denn? Was machen die denn hier? Habe ich dich nicht eigentlich hochgeschickt, Pilgrim? Fertig, Meister. Ja, ist gut. Das könnte ein bisschen lauter werden. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Fertig. Okay, das sind die Truppen von Drake. Jawohl! Bekomme ich jetzt immer ab und zu Barbaren, oder? Ja, ist gut. Puh. Naja. Ist wahrscheinlich so, dass so durch die Endrunde ist nicht mehr so ruhig wie zuvor. Ihr habt nicht genug Taler. Ja. Vielleicht ist es eine der wenigen Runden, wo ich dann wirklich mal die Steuer erhöhen muss. Da muss ich auch mir eine Kirche bauen. Das könnte interessant sein. Das kommt so selten vor. Im Multiplayer ist das wahrscheinlich viel häufiger, aber hier in der Kampagne... Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie.
Wir kümmern uns darum. Euer Wunsch ist mir Befehl. Der einzelne Speerträger kann ja ein bisschen vorscouten. Zahltag. Damit ich auch mal weiß, was hier noch ist. Ja, Herr. Ja, ansonsten... Ich tue mein Bestes. Wie ihr wünscht. In Ordnung. So soll es sein. Wie ihr befehlt. Ich hatte ja eventuell noch daran überlegt, dass man das auch so machen könnte. Gern. Dass man, wenn ich jetzt mal mit da den anderen Projekten bis jetzt noch keine große Feedback gekommen ist und so weiter und so fort. Dass man sofort. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ja, Herr. Ja. Oh, da kommen sie. So soll es sein. Ja, Herr. Oh, so viele Kanonentürme. Da werde ich auf jeden Fall Gewehrschützen brauchen, um die von der Ferne schnell zu erledigen. Ja, es gibt ja, glaube, obwohl ich immer noch nicht nachgeschaut habe, immer noch haben eine neue Technologie. Eine erforscht. Community, die Siedler spielt online. Und vielleicht komme ich da ja mal rein, wo ich dann wahrscheinlich total der Noob sein werde, weil ich habe noch nie PvP in Siedler gespielt. Und da kommt der Angriff. Feinde greifen euch an. Und das könnte man ja vielleicht so Livestream-mäßig machen, eventuell. Mal schauen. Aber auf jeden Fall wäre das auch noch eine andere Möglichkeit. Sollte jetzt mal wieder so eine Flaute kommen und ich nichts finden, was mir gefällt. Das wäre dann natürlich auch eine Option. Ach ja, die haben schon wieder ihre einzelnen Hauptmänner. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Kann man nirgendwo eine Kanone hinsetzen. Jawohl! Auf sie! Das kann ja was werden. Ja, wie ihr wünscht. Ha! Feinde greifen euch an. Oh, komm schon, den Hauptmann werdet ihr doch noch hinkriegen. Uff. Meine Truppen wurden fast vollständig aufgerieben. Tja. Muss ich Nachschub machen. Aber ich habe gerade wieder mal so ein bisschen Geld bekommen. Muss man noch irgendwie besser machen. Auf sie! Wird gemacht! Der Sommer kehrt zurück. Ihr werdet angegriffen. Bisschen als, Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Auf sie! Oh, komm schon! Wie ihr wünscht! Wie ihr wünscht! Kannst du mir doch nicht sagen, dass die... Zahltag! Wie, sind die jetzt super stark oder warum kriegen sie die einzelnen Typen hier nicht tot? Das kann doch nicht wahr sein. Forschung abgeschlossen. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Einer eurer Helden wird angegriffen. Nein! Ich habe nicht aufgepasst auf die Lebenspunkte. Oh. Doppel... Oh, nee. Ist es nicht wundervoll hier? Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Ja, mehr Geld.
Jawohl. Ausbau abgeschlossen. Ich fasse es nicht. Ja, Pilgrim muss ich hier wahrscheinlich neue Soldaten holen, neue Barbaren. Wahrscheinlich gegen Geld. Ach, nee. Ich brauche einen guten Marktplatz, oder? Ich habe ja hier die Eisengrube, aber hier ist kein Platz mehr. Ja, stellen wir es erstmal hier hin. Kein Problem. Ausbau abgeschlossen. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ich komme nicht alleine klar. Lehrt sie das Fürchten! Das Gebäude ist ausgebaut. Aber das sind jetzt hier quasi Buffergebäude. Oh nein, ich muss erst den hier platt machen. Ja, Herr, für Ruhm und Ehre! Ah, nee, so ein Reinfall gleich am Anfang. Startet die Runde schon mal ein bisschen spannender. Habe ich nichts gegen. Oh nein. Hey, wie kann der jetzt einzelne Typen... Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden der macht? Der haut ganze Stücke aus dem Turm raus. Das ist doch nicht mehr normal. Boah, ey. Heftig. Heftig, ein heftig. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Jetzt nicht meine Leute mal langsam hier angekommen sein? Da kommen sie. Boah, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Ergreift sie! Er hat sich sogar wieder teilweise hoch... Boah, wie viel Schaden der am Gebäude macht! Er macht ein ganzes Dutzend mehr als Schaden, als die ganzen halbe fast... Also, boah... Ich will seinen Angriffsschaden sehen, aber ich kann ihn nicht anklicken. Oh, Wahnsinn. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit.